the Draven Kingdom. It is a very complex structure with a lot of key elements and a lot of little dravens, but there's one very vital main rule. Never run out of ale. Hallihallöchen Leute, ich begrüße euch wieder bei A Game of Drafts. Mittlerweile hat sich ein bisschen was noch vorbereitet. Seit 2021 habe ich hier oben ein paar Betten platziert, denn mir wurde der Tipp gegeben, ich soll die Betten doch in der Nähe meiner Arbeit halten, damit die schneller arbeiten können. Außerdem hatte ich mir hier hinten ja einen Farmplot vorgenommen. Und dahin besteht jetzt schon mein Weg, deswegen wird der hier jetzt auch aufgebaut. Wie mache ich das dann am effektivsten? Ich glaube, ich packe dich in die Mitte. Und mit euch muss ich... Na, kann ich schon. Ein bisschen Holz packe ich immer. Oh, wir hätten ja noch neue Sachen, die besser wären. Dann machen wir das mal anders. Machen wir das. Nein, den wollte ich nicht wegmachen. Verdammt. Also nochmal den dahin. Holzpflanzen. Und machen wir uns erstmal ein paar Holzpflanzen dahin. Und hier hätten wir jetzt Bonnpilze, die Zufriedenheit auch noch geben. Das lohnt sich, glaube ich. So müsste man ja an alles rankommen. Außerdem kann ich dann, was das Thema angeht, da auch gleich ein Bett mit hinstellen. Und einen Tisch. Ich spendiere da sogar so einen Marmortisch, einfach weil der kleiner ist. Und dann kann ich mir noch einen Jungzwerg dafür holen. Direkt schon mal einen zuweisen. So, da ist der Jungzwerg. Der wird dann jetzt direkt zum Arbeiter. Der wird ja sich darum kümmern. Ja, und währenddessen Ding, mein Zwerg ganz... gibt es noch was Essbares? Ich habe Hunger. Ja, ja, wir meckern wieder wegen dem Essen, so wie immer. Vor allem wollte ich jetzt aber gerne weiter runter. Da sehe ich erstmal noch Gold. Und hier wollen wir jetzt weiter runter. Irgendwo war mein Plan. Das heißt, da werden wir einfach mal eine Treppe dafür runterbauen. Und dann auf den tieferen Ebenen uns hier mal die ganzen Räume angucken, die wir noch so finden können. Ups, jetzt bin ich aus dem Spiel raus. Ich hoffe, das dürfte aber... Na, jetzt rein. So, Entschuldigung, da habe ich mich ein bisschen aus dem Monitor rausgeklickt. Feinde brauchen wir noch, Tafeln brauchen wir noch, die Statuen haben wir fast. Was ich mir dazu jetzt auch mal gedacht habe, wir können hier ja auch handeln. Und wir haben ziemlich viel Geld momentan. Jetzt bräuchte ich natürlich Stein. In ziemlich großer Zahl und deswegen kaufen wir uns den einfach mal. So, und bauen dann... Deko-Objekte waren die Statuen, ne? Welche nehmen wir? Nehmen wir mal den. Der dürfte hier nämlich auch aufbaubar sein, ja. Ziehen wir den hier unten noch. Außerdem habe ich schon wieder Forschungspunkte, stelle ich fest. Dann kann mir hier oben seinen Gelehrten eine Spezialisierung erlauben. Was kann ich dem denn dann geben? Wo haben wir den denn da? Irgendwo. Stufe 15 Forscher. Verwässert die Gelehrte die ganze und sorgt dafür, als zusätzliche, so für zusätzliche Forschungspunkte. Ja, da ich das Material dafür habe, gönnen wir dem das direkt. Sieht damit ein bisschen, noch ein bisschen wahnsinniger aus. Ich könnte mich ja tendenziell noch hinstellen, wieder mal einen zweiten gönnen, aber ich glaube, das brauchen wir gar nicht. Wir gucken mal lieber, wie das jetzt aussieht mit unseren Arbeitern. Du gammelst da rum, du gammelst da rum. Aber hier ist der Arbeiter schon fleißig dran. Sehr schön. Warte mal. Mi amigo. Ich hätte ja schon gerne, dass hier jemand anfängt zu arbeiten, ne? Jetzt habe ich, glaube ich, die... Verdammt, die Treppe weggemacht, ja. Pause bitte wieder, so. Soll gebuddelt werden. Das kann ja wohl nicht so schwer sein. Er buddelt da jetzt immerhin schon. Nehmen wir das Gold noch mit.
Und was auch immer das dahinter ist. Auch wohl mit Container. Nee, Eisen wird das wohl kaum sein. Titan, ja, nehme ich gerne. Haben wir auch noch nicht so viel hier unten. Das müsste Titan sein, oder? Ja. So, und jetzt hast du da vorne noch was zu tun. Ja, nicht rumstehen, weiterarbeiten. Dessen können wir ihm hier schon mal seine Treppe hochbauen, dass er gleich weiterkommt. Dann kommt natürlich schon der nächste, ist ja super. Jetzt ist ja zwischendurch was gegessen, ja okay. Den hier kannst du noch von oben aus durchaus auch abbauen, habe ich gar kein Problem mit, mein Freund. Da kommt schon mal wieder die Treppe. Jetzt will er wahrscheinlich so wieder schlafen oder so. Also ich finde es sehr schön, dass es hier diesen Schnellarbeitermodus gibt, der schnell verursacht. Sonst finde ich das alles ein bisschen langsam. Da ist noch mehr Titan, das wird interessant. Oder ist das überhaupt Titan? Ja, das ist wahrscheinlich schon wieder nur Silber oder Platin, aha. Gibt dann viel Geld, okay, aber hätte jetzt gerne, dass ihr wieder arbeitet, Jungs. Hier haben wir unsere Kampfzwerge immer noch. Mir wurde auch geraten, ich soll die Jungzwerge erst so spät wie möglich zu Kampfzwergen machen, weil sie dann als Jungzwerge mehr Erfahrung sammeln. Das sollte ich wohl auch mal probieren. So, nach und geht's weiter bergauf. Können wir die eigentlich auch verkaufen? Nein. Schade eigentlich. Wie wär's mal mit dir, mein Freund? Komm mal ruhig mit hier unten hin. Sag nicht, ihr wollt da so nicht arbeiten. Dann mache ich das so. Du warst der Bergarbeiter, ne? Ja. So. Dann zwingen wir dich einfach dazu, da zu arbeiten. Ich glaube, es sieht aus, als würde der Fußboden hier wieder anders werden. Habt ihr erstmal wieder zu tun. Ich spendiere hier aber auch schon wieder die Treppen. Aber jetzt können sie wenigstens weiterarbeiten. Ja, nicht schon wieder pausieren. Das muss gar nicht. Jetzt sind sie da zu zweit. Oh, was haben wir denn da im Fußboden? Ich sehe es nicht, aber ich will es haben. Und ich möchte gerne hier hin. Weil da kommt ein Raum. Und hier, ja, wird auch wieder ein Raum kommen. Das darf ich aber nicht zu unvorsichtig werden. Nicht zwei auf einmal. So, jetzt gib mir meine Krieger. Da ist die dicke Kampfsau. Oh, das war gar nicht der stärkste meiner Krieger. Das war natürlich nicht so intelligent. Das war ein Schütze. Und wir brauchen... Ach, du bist ein Bergarbeiter. Wo sind denn... Wir hätten sonst doch noch oben irgendwo Kämpfer gehabt, oder? Was bist du denn für einer? Bergarbeiter. Naja, das hilft mir ja nicht. Ich habe ein Gefühl, dass ich irgendwo nochmal einen hätte trainieren lassen. Du stehst gerade hier oben rum. Du brauchst hier oben natürlich, was du nicht gebraucht. Sondern hier unten. Ihr kümmert euch gerade um die scheinbar. Heißt, du kümmerst dich um den und da spendieren wir schon mal wieder die Treppe, damit der andere Zwerg da panisch wegrennen kann. Ja, haut da alles zu frei. Sehr schön. Die Quest haben wir wohl erfüllt. Da musste ich mich mal hinstellen und unseren verletzten Zwerg rausholen. Nicht, dass ihr mir den komplett kaputt haut, so oft wieder da ausweicht. So. Schon besser. Den mal bitte aktivieren. Scheint halt noch jemand anderes hier etwas geschrieben. Ich bin der Bruder von dem, der normalerweise die Runentafeln schreibt. Aha. Lest diese aufmerksam. Ich werde euch die exakte Position der Schatzkammer verraten. Ihr seid nicht mehr fern, aber ihr müsst... Bäm, blöder Bruder. Auf diese Tafel schreibe nur ich. Nein, warum konnte ihr den Satz nicht beenden? Hm. Was ist das denn hier? Eisenkarren, den kann man doch sicherlich verkaufen. Die letzten Anbieter geben uns aber Rohstoffe. Sehr angenehm. Ja, hier waren wir jetzt. Was ist denn der Boden hier noch?
Titan weiter dann. Wir buddeln uns ja quasi direkt noch in den nächsten Raum rein. Ich will auch mal hier die Wände ein bisschen verkaufen. Da kommt nämlich noch was hinter zum Vorschein. Obsidian. Klingt auch nicht schlecht. Das ist überall noch viel mehr wertvolles Zeug in den Wänden. Wenn ich das auch abbaue, kann ich das hier ja auch so machen. Würde ich das Obsidian zumindest noch mitnehmen. Und da noch mehr davon. Und jetzt will ich gerade mal, bevor du dich weiter runterbuddelst, dass du dich erstmal hinstellst und genau hier die Sachen alle fertig machst. So. Da darfst du ruhig weiterbauen. Da kommt nämlich deine Treppe dann hin. Und wir gönnen dir auch schon mal wieder eine Treppe nach oben. Wobei ich gerade feststelle, dass das total Dünnpfiff war. Weil ich mit der Treppe da so eh nicht weiterkomme. Wir können das so machen. Und holen uns wieder einen Bergarbeiter. Ja doch, irgendwo müsste ja noch ein Bergarbeiter sein, ne? Und packen den dann nämlich einfach mal hier hin und sagen ihm, das muss auf jeden Fall noch weg. Und das alles. So, dann kann er das nämlich von da unten aus wohl machen. Auch noch mehr was weg kann und dann kann ich den da gleich wieder rausholen, wenn er damit fertig ist. So, also wir können ihm so seinen Weg raus einfach wieder sichern. Ne, das Stück lassen wir mal raus, auch wenn es schade ist, dass es Obsidian ist, aber wir lassen es mal dabei. Oh Gott, haben wir viel Holz. Kann ich mich gleich mal hinstellen, hier in großen Massen Holz verkaufen. So. Damit wir da nicht zwischendurch die Lager auslaufen, wenn ich nicht aufpasse. So, und dann buddelst du dann auch weiter. Und wir haben hier auch schon wieder was. Forscher werden weniger schlafen. Genau sowas suche ich ja gerade. Optimale Bedingungen. Jetzt bist du wieder hochgerannt. Da müsste aber tendenziell gleich irgendwo noch einer kommen, um die Arbeit weiterzumachen, oder? Und ich sollte mich zwischendurch auch mal hinstellen. Wir brauchen noch ein paar der Steintafeln. Können wir hier weiter buddeln. So, wo ist unsere dicke Kampfsau? Ja, du bist schon nicht schlecht, ne? Dann sammel dich mal hier unten, dann wirst du den ja wahrscheinlich automatisch angreifen. Grab von diesem aus immer geradeaus. Aber geradeaus in welche Richtung? Ha, ha, ha. Hoffe nur, der Zwerg hat Bartausfall. Ja. Ich hole mir einfach mal das Holz raus, um hier was Interessantes zu finden. Und in die Richtung soll ich graben. Ja, werden wir auch wohl. Denn da kommt ja der nächste Raum. Ja, gut, da, mach ihm Platz. Sehr schön, dann müssten wir das Achievement Gegner haben wir, glaube ich, schon, oder? Ja, eine Steintafel fehlt mir noch. Warum fehlt mir denn immer noch eine Steinstatue? Müsste ich hier nicht noch... Ach, die ist immer noch nicht fertig. Ich habe auch nur einen Handwerker, stelle ich gerade fest. Hol uns mal einen Jungzwerg dafür. Aha, da ist also noch was... über dem Raum. Dann werden wir uns dafür mal hinstellen. Und das, na, so machen. Dann kann ich da wieder eine Treppe hinbauen. Dann kann ich mich währenddessen schon mal hinstellen, kann uns den neuen Handwerker abholen. Wo kommt denn der da? Oh, da ist scheinbar der Schatz. Sehr cool.
Now, what's going on? Endlich haben wir die Schatzkammer gefunden. Nein, natürlich sind wir von Grünhäuten bewacht, du kleiner Feigling. Listen. Es musste ja so kommen. Diese Grünhäute stehen uns im Weg. Obwohl sie nicht alle besiegt haben, kommen wir nicht an den Schatz heran. Besieg die Grünhäute, ich will die Schätze haben. Aha. Pausier mal wieder, so. Ich wollte jetzt gerne den Handwerker hier unten haben. Hast du mir den Handwerker nicht mitgenommen, oder was? Super, wo haben wir denn vielleicht noch einen? Ja doch, er ist angekommen, gut. Da ist die Schatzkammer. Und da ist das Problem. Wahrscheinlich. Also zum einen brauche ich... dass er jedes Mal aus der Pause rausgeht, wenn man hier... Das ist ätzend, das sind auch ziemlich starke Gegner. So, können unsere Kämpfer da schon mal hin? Kann ich hier echt das... Ja. Einfach mal... Als habe ich den Fußboden verkauft. Was gibt denn das? Stein, ja. Jetzt treffe ich die Schale hier nicht. Gut, ist ein bisschen schade, dass ich den Raum kaputt mache, ehrlich gesagt. Aber... Dafür kann ich mir einfach mal das Gold mitnehmen. So. Dann kann ich nämlich nochmal meinen Zwergenhort ausbauen. Einfach nur, weil ich es kann. Du musst da mal weg. Und ich habe die Befürchtung, dass wir eigentlich noch mehr Kämpferzwerge brauchen werden. Deswegen ich mir direkt mal zwei neue Jungzwerge bestelle. Und ihr hier, ne? Euer Kumpel ist da unten übelst am Kämpfen. Super, unser starker Kämpfer ist gleich schon mal wieder kaputt. Hatte ich nicht, ja, ich hatte noch mehr Kämpfer. Warum zur Hölle kommen die denn nicht da runter? Wo hatte ich die denn noch? Da sind noch welche. Die sind auch mittlerweile wohl trainiert. Dann sollte ich ja wohl in der Lage sein, hier welche hinzuholen. Jetzt ist wahrscheinlich wieder das Problem, dass ich erstmal warten muss, dass bis das einmal durch ist. Und er ist hier oben angekommen. Na super. Alle Mann hier hin. Die haben uns da schon einen Kämpfer getötet, glaube ich. Einer ist da jetzt noch. Ja. Wir haben schon einen Kampfzwerg weniger. Wir haben doch sicherlich irgendwo noch mehr Kämpfer gerade, oder? Da ist noch einer. Ja. Und das ist sogar ein Nahkämpfer. Das heißt, der wäre da unten sogar richtig aufgehoben. Also ist da noch ein Ork rausgekommen. Super. Einen Gegner haben wir noch tot. Und er greift praktischerweise auf den an, sondern Left geschlossen. Ja, ich möchte... Ich habe erstmal Achievements. Was haben die denn so? Step into enemy lad. Ha. Weiterspielen. Ich bin zwischen uns und dem Schatz. Ich bin so glücklich. Wir können den Boden küssen, aber die Ausrüstung scheint hier... Auch die Ausrüstung scheint hier zu sein. Sie sind wunderschön. Dafür sind die Suche... Als ich die Suche wirklich gelohnt. Wir sollten nichts verlassen, was ich benutzen kann. Als wir... Ich Zeuge sind, werde ich die Effekte nicht einsetzen können. Daran sollte ich eines Tages so werden wie König Vater, dann werde ich meinen Bart abschneiden. Aha. Mir geht es mehr darum... Oh, ich habe schon wieder rausgeklickt, verdammt. Da rein. Dankeschön. Mir fehlt ja immer noch eine Steinstatue, oder? Ne, eine Steintafel fehlt mir noch. Genau, dann werden wir uns nämlich mal hinstellen. Und da noch eine suchen. Minenarbeiter. Du wirst gebraucht. Warum kann ich den da nicht... Na super.
es sein, dass die da unten nicht wieder... Doch, die kommen da... Ne, kommen sie nicht. Haha, da fehlt wahrscheinlich noch ein Stück Treppe, gell? Und deswegen sind unsere Leute auch nicht hochgegangen. Weil ihnen da nämlich noch was gefehlt hat. Ha. Und ich glaube, uns ist gerade mindestens einer dadurch verstorben, dass er verhungert ist. Was ziemlich, ziemlich uncool ist. Mann. Jetzt überlege ich gerade, wir könnten hier runter buddeln einfach. Und dann in die Richtung. Vielleicht nicht alles davon, aber so ein Teil. So. Was ist denn da noch in der Wand? Was ist das denn? Ach, Titan ist das wieder. Aha. Da sind gleich zwei davon. Jetzt müssen wir mal ein bisschen geschickt sein. Wir brauchen hier auf jeden Fall Leitern. Damit er wieder hoch kann. Dann pausieren wir mal wieder. Nehmen uns hier einen Kämpfer. Und laden den hier bitte schön ab. Oder, ja, funktioniert sehr schön. Aber da ist auch, glaube ich, sind schon mehr von uns da. Genau. Bitte mal das aktivieren. Ja, das lese ich mir jetzt nicht mehr durch, denn jetzt haben wir alles. Jetzt würde ich sagen, zurück zur Welt. Spiel speichern vorher einmal. Zurück zur Welt. Und denn das dürfte jetzt ja als abgeschlossen. Gibst du mir denn da jetzt als Achievement? Ah, find ein Upgrade für euren Prinzen. So, so. Sehr schön. Wir haben Einfluss erlangt. Und eine Waffe, scheinbar. Oh ja. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was das kann, aber wir haben es jetzt. Wir können hier erstmal weiter stufen. Wir können jetzt Glück holen. Da wollte ich mir What must I do for someone to listen to me? Wir hätten gedacht, dass ich die finde. King speak, you listen. Aha, interessant, dass er vermutet. Wirklich von euch abgeschaut. Sie sind wirklich Wegweiser, die keinen richtigen Sinn ergaben. Fühlt sich an, als wäre ich wieder hier im Heim von. Oh, hat er kurze, stinkige Zwerge. Pay attention now. Aha. Bisschen Flufftext. Mich würde das sehen, was das jetzt macht. Und wir haben jetzt da scheinbar ein Schwert und ein Stäbchen. Und ich habe keine Ahnung, was genau das kann. Vielleicht kann mir jemand das von euch ja mal in die Kommentare schreiben. Ich finde es hier nämlich gerade noch nicht. Oder finden wir irgendwo gut zu wissen? Prinz. Steht hier was zur Ausrüstung? Aha. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber wir werden heute für diesen Part erstmal Schluss machen beim nächsten Mal und dann aufbrechen und uns hier noch diesen Kristall holen. Ich hoffe, ihr seid dann alle wieder dabei. Bis dann, Leute. Macht's gut.